So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Leute, so viel aufnehmen. Ich habe meine Festplatte gefragt, was sie davon hält. Begeisterung sieht anders aus. Die ist voll bis oben hin. Ja. Aber ich habe jetzt mal wieder ein bisschen was gelöscht. Ein paar alte Aufnahmen, die ich schon hochgeladen habe, teilweise sogar freigeschaltet. Ich mache das nicht so gerne. Ich schalte nicht ich lösche nicht gerne Sachen, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Weil, falls dann nochmal irgendwas ist, was ich nicht bemerkt habe, dann könnt ihr mir das sagen und ich kann das noch ersetzen. So, und wer ist denn jetzt gut genug, um gegen die Saiyajin zu bestehen? Vielleicht so ein Buu? Aber ich weiß nicht, Buus Muster gefällt mir nicht. Vielleicht Cell? Aber Cell macht auch nicht... Oh Gott, macht nicht so viel Schaden. Ah doch, komm, wir nehmen... Oder nehmen wir Cooler, finale Form. Wir machen das mit Cooler. Metal Cooler. Obwohl, wir können ja den ganz bösen Metal Cooler hier nehmen. Ich überlege gerade, ob ich den vielleicht nehmen soll. Weil der hier kann keinen Key laden. Der hier schon. Ja, dann nehmen wir Metal Cooler super. Den Super-Schurken nehmen wir mit. Aber sonst so irgendeinen, der die Saiyajin vernichten kann, komm. Nehmen wir Kid Buu Super-Schurke noch mit, dann sind wir jetzt die ultimativen Super-Schurken. Die Armee der Super-Schurken gegen die Saiyajin. Dann lohnt sich das zumindest. Ja, Siegebrohl, ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, dass es weitergeht und habe nicht drauf geachtet, dass ich hier weiter drücken muss. Ja, ich war in der Zwischenzeit eingeloggt. Ich bin gerade so noch vor dem Regen heimgekommen. Ja, die Freezer-Suppe halt, ne? Freezer-Suppe plus Buu. Schlechte Karten. Schwacher Saiyajin. So. Ach, da ist ja noch Turlsie an. Mit dem sind wir... Oh, ja, den habe ich schön daneben geschmissen. Mit dem sind wir ja noch gar nicht fertig geworden. Ja, und du siehst aus wie Goku. Das macht's für uns nicht besser. Wir alle wurden von Goku besiegt. Beziehungsweise Metal Cooler weiß ich gar nicht, ob er von Goku selbst besiegt wurde. Oh, da kommen die Super Saiyajins. Gegen Trunks müsste ja eigentlich Dings was haben. Freezer hat er ja auch im Film gezeigt, weil er seine ältere Version mit ihm abgerechnet haben, aber wir machen verdammt viel Schaden, hab ich das Gefühl. Aber du bist nicht schlecht, Kindchen. Ja, ich kann... Ich bin noch nicht, aber ich... Stimmt, ich kann ja Key laden im Notfall. Ja, ich meine das wirklich ernst. Ihr Spiel damit. Ich finde es lustig, dass selbst das Keyladen hier so eine enorme Druckwelle verursacht. So, nochmal Key nachladen. Zack. Wer kommt's? Wer will nochmal? Wer hat noch nichts? Ach, die Fusion. Du hast doch nicht mal eine Chance gegen Buu. So. Das ist einfach, das ist zu einfach, ich will mehr. Ja, jetzt geht erstmal das Portal schön auf. Komm, kümmern wir uns erstmal darum. Keine Zeit verlieren. Wer wartet hinter dem Portal auf uns? Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Ist das Goku? Oder vielleicht irgendwer anders? Ich
nehmen mal ganz stark an irgendwer anders. Ja, Trunks Zukunft. Also spätestens gegen den sollte eigentlich Freezer enorm etwas haben. Aber stattdessen kümmert er sich lieber um so einen Gohan. Um den sollte ja sich eher Buu kümmern, da, naja gut, eigentlich wurde ja Super Buu von Mystic Gohan verprügelt, welcher ihn dann absorbierte. So. Spiel damit. Wie Kid Buu wurde besiegt. Ja. Freezer belebt ihn mal wieder. Ja, Freezer, halt die Klappe. Ich kümmere mich schon drum. Ja? Und ich zeig dir die Kraft eines Metal Cooler. So. Das ist die Kraft, mit der du dich hier misst. Verdammt. Kümmert dich dein Planet denn gar nicht, wenn ich das Ding da einfach so auf deinen Planeten schmeiße? Ja, meine Stun-Schüsse funktionieren nicht. Damit treffe ich nicht. Dann halt so. Jo. Goku da hinten. Versteht er gerade wieder Buu? Ja, ich glaube, Buu ist ziemlich in der Patsche. Dann helfen wir doch mal nach. Sehr gut. Macht er jetzt Blue? Oder macht er Blau? Nee, Gogeta. Er macht noch nicht Blau. Ich finde es aber lustig, immer nur Gogeta, nie Vegeto. Weil Vegeto sich halt nicht mehr trennen kann wahrscheinlich. Da hat Vegeta nicht so Bock drauf. So. Ja, du bist gut, Fusion. Ich frage mich immer, was würde passieren, wenn Cooler und Freezer sich vereinigen würden. Ich kann das auch so machen. Den Angriff habe ich auch drauf. So. Wie, es geht noch weiter. Stimmt, wir mussten ja Broly besiegen. Ach, so. Falscher Knopf, aber Block. Okay. Ich habe schon wieder ganz vergessen, dass wir mal Broly besiegen mussten. Dass das irgendwann mal Questaufgabe war. Ja, stimmt. Da war mal was. Irgendwann sollten wir mal Broly besiegen. Bist du hier, Broly? Oh. Jetzt gibt's Bardock Super Saiyajin. Habe ich ja vor einigen Parts schon mal erwähnt, dass Bardock auch den Super Saiyajin Mode drauf hat. Und Mystic Gohan. Den hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Und Goku Dreifacher Super Saiyajin. Da kommt Freude auf. Leute. Wenn ein Kampf so aussieht. Von mir ist die Ausdauer ausgegangen. Viel. So, Gruppenregenerationskapsel M. So, Bardock. Was mein Bruder nicht zu Ende gebracht hat, das bringe ich nun zu Ende. Oh Gott. Goku mit dir auch. So. Jetzt ist nur noch Gohan. Ich treffe ihn nicht mal mit dem Todesstrahl. Weißt du was? Kümmert ihr euch doch drum, ich lade Kina.
Ja, Kid Buu hat halt keine Chance gegen ihn. Er ist zu mächtig. Aber ich bin mächtiger. Da ist er ja. Kumpel Broly. So. Darauf habe ich gewartet. Der legendäre Super Saiyajin. Mach doch, als ob mich die Erde irgendwas kümmert. Ich bin cooler. Ich hätte sie selber zerstört, wenn ich gekonnt hätte. Leider wurde ich zerstört. Deswegen habe ich jetzt diesen schönen Metallkörper. So. Deine Stärke explodiert, ne? Wenn du so weitermachst, gebe ich den Grund, dass was explodiert. Also geht's mir um Keks. So. So explodiert das. Jetzt wird er wahrscheinlich auch Bösewicht hier, so wie wir. Nein. Steht nur wieder auf. Oh Gott, Vegeta und Gotenks kommen zur Hilfe. Dann mache ich aber erstmal Broly kalt. Okay, die Wutuntertanzen haben funktioniert. Ah, Broly wurde besiegt. Ich will ihn fertig machen. So, da war es nur noch Vegeta. Fang es! Ich schmeiß den jetzt einfach mit Supernovas ab, bis er drauf geht. Ich meine, die anderen, die schmeißen ja auch ihre Knaller hier. Es war nicht gerade sanft. Wie? Ich weiß nicht, wie dieser Angriff verfehlen konnte, aber jetzt will ich doch mitmischen. Okay. Ich muss scheinbar nicht mitmischen. Geht auch. Wow, was war denn das für ein Deck? Geht auch ohne mich. So. Fangen, spielen. Das war doch ein schöner Kampf und jetzt ist der Part schon fast vorbei. Wir haben noch nichts geleistet. Wir haben jetzt gerade mal einen Kampf fertig und es sind schon 13 Minuten im Part, aber... Tja, machen wir einfach weiter. Oder zumindest lesen wir schon mal Texte. Das ist doch schon mal etwas, was wir diesen Part noch machen können. So. Schlimmste Berserker. Ist auch übrigens die letzte Mission. Ups, ich habe nicht gelesen. Nein, ich wollte heute noch nicht die Mission anfangen. Ich wollte lesen. Die Mission wollte ich beim nächsten Mal machen. Oder machen wir die heute? Wenn die auch wieder 15 Minuten geht, dann ist der Part wieder so super lang. Nee, dann machen wir die beim nächsten Mal und gehen danach dann fließend in Story über. Was haltet ihr davon? Nix, ist mir egal. Müsst ihr jetzt heute mit leben. Und nächstes Mal dann halt mit... Damit, dass es fließend in die Story übergeht und nicht einzeln. Aber trotzdem möchte ich den Text heute schon lesen, weil es der letzte Text ist, den wir heute erleben werden. Schlimmste Berserker. Die Krieger sind von einer bösen Macht besessen. Schlage sie aus ihnen heraus. Das klappt. Besiege alle, damit sie wieder normal werden. Machen wir. Ihr lasst mir jetzt in den Kommentaren einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis dann. Euer... Das ist zu früh. Egal. Euer Wolf.